Willkommen zurück zum FM17 mit mir, euren Krauer und den Cottbusern. Was geht ab, Freunde? Im nächsten Part sind wir jetzt hier immer noch in der Winterpause. Wir wollen weiterhin schauen, wen können wir verpflichten. Wer muss gehen? Ne, deswegen die Sache. Es ist nicht einfach natürlich wieder. Ich habe ja euch gefragt, wie es aussieht. Manche haben gesagt, die Mehrheit, wohl Mannström. Aber wenn wir uns mal wirklich mal Gedanken machen. Wir haben 145.000 Gehalt im Moment und 62.300 an Transferbudget. Und wenn wir dann hier in die Suche gehen und hier auf den Mannström gehen. 95.000, der will bestimmt über 100, 120.000 verdienen. Der ist zwar nicht viel wert, ja, aber ich muss sagen, mich haben andere, wie soll ich das sagen, Kommentare so ein bisschen überzeugt, mehr überzeugt. Und das war zum einen hier Massimo Onatelli. Der ist nervenstark und flexibel und der beherrscht beide Positionen. Einmal den offensiven Part und einmal den rechten Außenpart. Wir sehen sie, der kann fast überall spielen. Wenn einer ausfällt, er ist da. Deswegen werden wir ihm ein Angebot machen. Der möchte eine Liga höher spielen, alles klar, okay. Er hat einen Marktwert von 35.000 und 115.000 an Gehalt. So, 40 sind drin. Da ich ja einer bin, der gerne spart, würde ich sagen, wir könnten mit 30.000 einfach mal anfangen, unter dem Marktwert. Der Verein möchte eine nette Transfersumme kassieren, bevor der Vertrag ausläuft. Man kann ihn natürlich auch am Saisonende holen, aber wir haben jetzt Bedarf. Und 30.000, da können wir eigentlich nichts falsch machen. Ich hoffe, das klappt. Jawohl, ihr Angebot wurde akzeptiert. Das hört sich gut an. Können wir das erstmal machen. So, dann erstmal zu euren Vorschlägen. Ich habe gerade noch schnell ein ganz nettes Kommentar gelesen von einem Bremen-Fan. Ich weiß, den Namen habe ich jetzt leider vergessen. Tut mir leid, du bist auch einer der ganz Neuen. Tore Jakobsen kenne ich aus dem Vorgänger vom FM hier, von der vorigen Episode. Ein ganz tolles Talent gewesen. Ich glaube, vom HSV damals zu Bremen gewechselt. Das ist halt auch nicht hier drin, aber ich glaube, das war so. Werden wir uns auf jeden Fall mal reinziehen. Kein Thema. Dann haben wir als nächstes Fahrenholz. Fahrenholz. Tim müsste das sein. Ja, von Karlsruhe. 15.000. Den werden wir auch mal scouten. So. Sagt mir jetzt auch nicht so viel gerade. Obwohl ich einen Privatspielstand mit dem KSC habe. Sehr Schnabri mal angucken, ja. Einfach mal anschauen. 1,1 Millionen an Gehalt. Er ist einfach der überragende Typ. Er wird auch auf die Dauer Nationalelf spielen, glaube ich. Hat Super Olympia gespielt und gegen San Marino, auch wenn man die nicht so ernst nehmen soll. Aber hat er trotzdem ein klasse Spiel gemacht. Tore muss man erstmal machen, die kommen auch nicht von selbst. So, der nächste ist Jatta. Den haben wir schon im Blickfeld drin. Den haben wir uns schon mal angeschaut. Der muss noch gescoutet werden. Ballern wir den nochmal rein. Dann haben wir noch Fabian Kunze, der soll sich angeblich auch richtig gut entwickeln, wurde mir gesagt. Also stand unter den Kommentaren, also unter dem Video, auf eine 50. Ja. 7.000 Gehalt. 22.000 ist da angesetzt. Auf jeden Fall werden wir auch ihn scouten. Und den nehmen wir auch ins Blickfeld. So, wen haben wir denn noch hier? Und der letzte ist Aslan von Osnabrück. Ich denke mal auch ehemals Hamburg. Ali Aslan ist das nicht. Das ist Ahmed Aslan, genau. Ja, der ist natürlich auch klasse, ne? Ist auch kein schlechter. Den haben wir auch schon im Blickfeld. Meine Güte, wir haben ja so viel im Blickfeld. Und zu guter Letzt, nicht so guter Paso, zu guter Letzt in die zweite Liga rein. Zum 1. FC Kaiserslautern und natürlich zeige ich auch diese Mannschaft. Angeführt von André Weiß im Tor mit dem Kapitän Daniel Halfer, den wir bei Union Berlin hatten übrigens. Auch ein klasse Allrounder. Klich hat ja, glaube ich, in Kaiserslautern verlassen. Zum Saisonanfang hier. Der ist zu Twente gewechselt. Spielt wieder in Holland, wo er herkommt. Also, was heißt jetzt nicht nationaltechnisch. Ne, ist ja Pole, aber er spielte schon mal da. Was ist eigentlich mit Itai Schächter?
Das ist doch nicht echt, oder Jungs? Der ist doch nicht wieder bei Kaiserslautern in Wirklichkeit. Naja, ich weiß auch nicht. Okay, jetzt gucken wir nochmal hier den Kader an. Zweite Mannschaft. Gut, und dann haben wir das auch. Dann kommen wir zur aktuellen Tagesordnung, so wie immer. Wir schauen uns unseren Kader an. Wir haben Kehrer und Stein. Für Kehrer müssen wir uns auch noch nach einer Alternative für das nächste Jahr schon mal umschauen. Dann haben wir hier Baba J, der wird die Vorbereitung mitmachen zur Rückrunde. Lennart Neumann auch, dem werden wir auch nochmal ein Angebot machen. Nattermann werden wir abgeben. Ich finde den eigentlich ganz nett, so nettes Bild, sagt aber nicht viel so, ne? 27.000 ist er wert. Wenn wir da 20.000 oder was für kriegen, dann bin ich schon zufrieden. Aber ich denke mal, den möchte niemand haben, auch Aachen nicht. Warum Alemannia Aachen als einziger Verein da drin ist, da frage ich mich auch, was das eigentlich soll. Ja, ich guck nochmal, was wir alles so mit simulieren, dass wir den irgendwo hingeben können. Luxemburg wird geil. Holland, Italien, Luxemburg, also... Ich hätte da ruhig mal mehr Ligen auswählen sollen, deswegen habe ich mir so überlegt, dass ich vielleicht noch eine Zweitkarriere eventuell machen würde. Aber ich bin mir noch nicht sicher. Ich möchte gerne noch so eine Karriere haben, wo ich einfach nur sofort Berechnung spiele. Na, jetzt habe ich den Faden verloren. So. Wo ich einfach nur sofort Berechnung spiele. Hätte ich auch mal Lust drauf. Was meint ihr? So, wir werden das machen. 27.000. Ich denke mal, 20.000 sind wir gut bedient. Aber den will keiner haben, okay. Das war mir schon bewusst. Er ist nicht der Allerbeste. Dass sie hier nicht Luxemburg drin haben. Kann er nicht nach Österreich geben, weil in Österreich nicht simuliert wird. Das wäre traurig, ne? Hier ist doch nicht simuliert. Da. Und das, was hier drin steht, ist meistens immer fake. Alles klar, müssen wir das erstmal so hinnehmen, wie es ist. Wir haben hier noch Knechtl und Jeschke als Innenverteidiger. Das heißt, wir können mal schauen. Wenn wir in die Jugendmannschaft gehen, auch in der B-Jugend, haben wir hier unseren Freund, den Mattes. Wenn der wieder fit ist, der hat nicht viel schlechtere Stärke. Das heißt, und Karpstein, Knechtl würde ich sagen, packen wir hier hin. Karpstein oder Jeschke werden wir verleihen. Ich denke mal, dass wir einen Jeschke verleihen. Ne, warte mal, einen Karpstein würde ich sagen. Wir verleihen Karpstein. Leihgebühr, das zahlt doch kein Schwein. Gucken, Regionalliga Bayern. Schalding-Heining. Was ist das denn? Die haben hier 50er drin. Die haben auch keinen Ersatz. Die sind auf Platz 11. Ich denke mal, da wird er spielen. Und dann haben wir hier noch Bayreuth. Auch zwei 50er drin. Du weißt nicht, wie stark die sind. Die... Ach, warte mal. Von denen haben wir uns auch schon mal einen angeguckt, ne? Die haben auch Ersatz. Okay, was haben wir denn noch? Dann haben wir noch seligen Porten. Da wird ja noch selig gesprochen anscheinend, wa? Quatsch. So, ja, die Jungs sind auch nicht gescoutet. Ersatz ist auch auf eine 50. Okay, Regionalliga Bayern, dann schauen wir mal Südwest. FC Nöttingen, auch ganz sympathisch wieder hier, wa? 57 und 55, schon mal gar keine Chance. Regionalliga West wäre dann nur noch Rödinghausen. Ja, da ist auch null Chance. Dann haben wir noch Nordost, wo wir spielen. Vielleicht bei Fürstenwalde. Sind zwar auf 15, aber Spielpraxis kann jeder gebrauchen. Und beide auf 50. 50. Ich würde sagen, wir nehmen Lucken. Wir nehmen Fürstenwalde. Wir machen das einfach mal. Komm, von mir aus auch ohne Ablöse. Hauptsache du kriegst Spielpraxis, mein Lieber. So, bei den anderen könnt ihr ja mitentscheiden, ob wir noch jemanden verleihen sollen. Kein Problem mit. So, Onatelli wurde angenommen. Können wir hier nochmal ein bisschen rummorsen. Na, Aldis weiterhin nicht am Start. Das wisst ihr ja. Ja, gut. Fans nochmal reinschauen. Aha, unser Kader ist zu groß. Alles klar. Hast du ja Lack gesoffen, Gudrun. Neumann ist auf den aufsteigenden Ast, sage ich auch.
Anne Krauer, danke für alles. Gerne, Henrik, kein Problem. Können wir gerne mehr machen. Gehen wir erstmal ein paar Tage weiter. Und wir befinden uns ja mitten im Trainingslager und sehen hier Ornatelli. 110. 110.000. Ich möchte ja schon gern unter 100 mit ihm. Stammplatzgarantie können wir ihm ruhig geben, aber das hier muss weg. So. Sagen wir mal 80.000. 80 Tacken da. Beim Abstieg kann er gehen. Das ist ja Quatsch. Wir sind ja Erste eigentlich, ne? Aber die 2 Jahre auf Bewährung. So, auf 90.000. Wenn ich ihm nur ein Jahr gebe. Sollen wir das mal so probieren? 3 Jahre will er auf jeden Fall. Wir probieren das. Komm. Wir haben ja nichts zu verlieren. Wir werden schauen. So, wir einigen uns für 30.000. Das ist super. Wenn er kommt, dann kommt er. Das wäre geil. Ja, Karpstein. Viel Glück erstmal bei Fürstenwalde, mein Lieber. Ich hoffe, dass du gesund wiederkommst. Dann wäre schön, den Ornatelli zu sehen. Kein Verein am Nattermann interessiert. Das ist richtig traurig. Schauen wir uns das erstmal an hier. Akzeptiert. Scouting abgeschlossen vom Bossart. Brandstätter. Alle sind hier auf der Transferliste. 2 Wochen fällt Lukas Müller aus. 13 Tage. Okay. Kickers sind interessiert an Nikolaou. Scouting abgeschlossen. Erhard verlängert Vertrag. Pepic, Jelen, Preveljak. Jelen wäre ja auch geil gewesen hier. Wow, der wäre sogar noch günstiger gewesen, ne? So, Karpstein wird erstmal ausgeliehen. Weißenbacher hat Trainingsziel erreicht. Sehr schön. Also es ist echt gut, dass die Jungs das so gut machen. So, Strangel auf Transferliste. Kein Verein an Nattermann interessiert. Das tut mir voll leid. Musculus auf Transferliste. Kauli. Oliveira Sousa auf Transferliste, Sauerland und Haji. Buchhaltungssoftware, müssen wir 15.000 zahlen. Ach, komm. So, ja, Spielstatus hier ändern. Transferstatus, ja, komm. 17.000, ich weiß nicht. Ich möchte, dass der Junge halt spielt, ne? Na, so wird das nichts, ne? Gut, dann nochmal schneller morsen, noch schneller, wie wir schon machen. Gucken wir nochmal hier rein. Ob wir uns... wir warten erstmal. Wir gehen noch ein paar Tage weiter. Wie das aussieht, wenn wir dann ihn haben, ob wir nicht noch einen holen. So, Karpstein steht schon drin. Bin ja echt gespannt. Ob das... Oh, ja, okay. Gehen wir auf die 100.000 hier. Wir sehen immer noch, dass es zu niedrig ist. Sehen wir immer noch. Das juckt ihm nicht. Der will Kohle sehen, der Junge. Okay. 115.000 dann halt. Komm. Das musst du dann aber annehmen. 115.000. Was anderes kann ich dir nicht mehr bieten. Ja, neue Dimension ist mir klar. Dann hoffe ich, dass du jetzt da bist. Ein Scout von uns erreicht eine neue Spezialisierung. Ja, ach scheiße, was ist das denn jetzt hier? Guckt euch das mal an. Wer hat denn das eingestellt? Lächerlich steht hier auf einmal. Bewertung ihres Angebots. Guckt euch das mal an, was ist denn das für ein Bug? Wir haben doch das gerade gar nicht so gehabt. Und ich will ihnen schon das geben. Was soll ich denn noch machen? Kann da nichts anderes machen, tut mir leid. Guckt euch das an. Mehr kann ich jetzt nicht machen. Wenn er nicht kommt, dann kommt er halt nicht. Bin eigentlich dumm. Nö, dann lehnt er halt ab. Was war das für ein Scheiß? Kann von mir aus auch stocksauer sein.
Was? Ich verstehe das nicht. Wir haben gerade die Chance gehabt, ihn zu holen. Da stand nicht, dass es lächerlich war oder sonstiges. Auf einmal wird das freigesetzt. Was ist denn das? Wofür stelle ich das denn auf schwer? Ich habe das doch auf schwer gestellt. Es ist auf schwer. Wieso zeigt er uns das an? Ey, das kotzt mir an gerade. Tut mir leid, Leute, aber ehrlich. So, die sind interessiert an Callie. Das sind immer die gleichen Nachrichten. Da habe ich jetzt auch gerade keinen Bock drauf. Ja. Putzer, Trainingsziel erreicht. Was ist mit ihm eigentlich? Mit ihm sollten wir eigentlich auch noch verlängern, oder? Das weiß ich auch nicht echt. Das ist, im Moment ist es echt so eine kleine Baustelle hier geworden. Ja, er lehnt das ab. Das ist total bekloppt. Ich habe eigentlich nichts falsch gemacht. Möwald. Oh, ehrlich, ey, Jungs. Meine Güte, ey. Das ist doch total beschissen, ey. So, dann gehen wir hier nochmal gucken. So, 55, also 115.000 wollte er verdienen. Ja. Können wir uns nicht einfach... Wir könnten uns doch auch jemanden ausleihen. Guck mal, hier ist immer noch dieser Bigalke. Der ist auf eine 51. Und der wird, den könnte man sich doch als Ersatz holen. Was meint ihr? Einfach nur, dass er da ist. Der kann ja nachher in der zweiten dann spielen. Einfach nur, dass er da ist, dass wir einen Ersatz haben für diese Liga. Ja? Ich würde das voll befürworten, weil da müssen wir nicht so viel ausgeben und der wird super reinpassen. Keanu Staude, das ist auch kein schlechter, ne? Aber von ihm wissen wir auch nichts. Ich habe ja jemanden privat noch, den ich mir öfter mal verpflichtet habe, den ich auch ganz gut finde. Und das war Skarke. Tim Skarke von Heidenheim. 55.000. Er ist auf eine 50, aber wir wissen ja nicht mehr über ihn. Ich denke mal schon, dass wir da auf gut Glück mal was machen müssten. Aber ich bin mir auch nicht sicher bei ihm. Es ist ein bisschen schwierig heute. Ich weiß nicht, warum das so dämlich war. Ich hab da eigentlich nichts falsch gemacht, bin ich ehrlich. Kaufmann. Ich will auch nicht dahergehen und irgendeinen Nottransfer jetzt mal. Ich möchte schon jemanden holen, der uns weiterhilft. Und Ornatelli, der hat mich echt, weiß ich nicht. Bin ich echt sauer gerade. Junmin Hao kenne ich auch noch von Schalke. Patrick Ochs haben wir hier noch. Er verdient aber zu viel. Dann Selçuk Alivas. Ex-KSCler. Benjamin Bayer. Ja, was ist denn mit ihm? Ich denke mal, bei ihm ist das gleiche Problem, dann wieder, dass wieder rumgeschissen wird. Kevin Schindler. Manuel Stiefler. Tja, das ist so eine Sache, ne? Das ist echt unfassbar. Was haben wir hier noch? Tom Weiland. Hier kriegen wir die Raphael Korte. Machen wir mal hier bei dem billigsten. Das ist... Im Moment ist das echt schwierig. Vor allen Dingen 115.000. Und die wollte ich ihm auch bieten. Und da war alles in Ordnung. Da stand nicht, dass es zu wenig war. Mehr geht auch. Das geht nicht mehr. Das geht einfach nicht. Steven Leverenz. Hier sind so viele. Also da könnte, wenn ich hier könnte, würde ich es tun, ne? Ricky Pinheiro kenne ich auch noch. Ist ein Ex-Lauterer, ne? 58. Denn sowas auch, ne? Das ist auch ein kleiner Allrounder. Der wird vollkommen reichen bis zum Ende der Saison, Freunde. Der wird voll reichen. Wir brauchen da jetzt nicht hier einen Sensationstransfer à la Manström. Das brauchen wir wirklich nicht. Da habt schon recht gehabt, ein paar, die das reingeschrieben haben, ne? Ah, Mann. Das ist echt, echt schwierig. Gucken wir uns das nochmal an hier. In der Offensive. Safa Yeln.
14.055 Gehalt, würde die ZOM-Position übernehmen. Der ist nicht schlecht. Der ist auch nicht schlecht, echt nicht. 14.000, 55.000 Gehalt, das könnte nicht viel höher gehen. Und dann hätten wir immer noch die Chance, uns einen rechten Mittelfeldspieler zu holen. Und wenn wir uns den ausleihen oder was, was weiß ich, dann kommen wir noch besser da zurecht. Auf jeden Fall brauche ich euch da wieder ein bisschen für, glaube ich. Also so macht das keinen Sinn. Ich kann mich da echt nicht entscheiden. Ich will nicht irgendjemandem ein Angebot machen. Das ist ein bisschen dumm. Hier haben wir noch so viel Schalt. Naja, wenn der jetzt noch ZOM spielen könnte, ne? Okay. Eine Laie. Kenne ich nicht. Kevin Weidlich. Sowas ähnliches wie ihm. Wie viel verdient er denn bei uns? 55.000 verdient er. Wenn wir doch mal einen Gleichgesinnten holen einfach. Oder einen etwas schlechteren. Halt einfach, dass wir die Position so weit bedeckt haben, dass wir nächste Saison richtig planen können, dann wenn wir aufsteigen sollten, ja. Ich verzweifle gerade so ein bisschen. Er ist auch erst 26. Es ist echt ein Teufelskreis gerade. Skalatidis, Mihailovic, Yassin, Zu, Toni, Pena. Hier sind so viele Namen, die machen mich fertig gerade. Die machen mich echt fertig. Was ist denn das jetzt hier? Eras ist auf Transferliste. Super. Und Meier ist fit, Freunde. Er ist angeschlagen, aber er wird bald wieder dabei sein. Da müssen wir auch noch schauen, was wir da machen mit ihm, ne? Mann, ey. Donatelli, wenn das geklappt hätte, dann wären wir am Ziel, hätten wir unser Ziel erstmal erreicht. Na, wer ist das denn? Mhm. Mario Erb ist auch Ex-Cottbusser. Wow. Hier sind auch schon Leute, die ein Angebot kriegen. Becker. Den habt ihr auch genannt. Hier sowas. Der könnte auch locker bis zum... für ein, zwei Songs kommen. Hauptsache, die Positionen sind bedeckt. 53 hat er. Jelen wäre so geil. Oder Stefan Hein. Freunde. Stefan Hein, der wäre doch auch was. Aber der spielt rechts außen und nicht rechtes Mittelfeld. Ja, ich will da jetzt auch nicht weiter drauf eingehen. Ich beende den Part jetzt. Also ich, es wäre schön, wenn ihr mich da ein bisschen noch unterstützen könntet. In der Sache à la Skarke oder sonstiges. Was meint ihr, wen sollte ich davon verpflichten? Also ich habe euch da ja ein paar Vorschläge gemacht. Ich sag ja, der... ich kann da nochmal zeigen hier. Wir haben nicht so viel Geld, aber egal. Wir sehen es hier. Guckt euch das mal an. Der hat zwar nur eine 51, hat das Talent. Der könnte es schaffen, auf eine 55 bis 60 wieder zu kommen. Ja? Er muss ja nur in der Reserve sein. Mehr muss er ja gar nicht machen. Mehr muss er ja gar nicht machen. Hier, 12.000. Wir könnten locker hier 13.000 für ihn bieten. Hauptsache, wir haben einen Ersatz da. Wir haben keinen ZOM-Ersatz. Komm, das mache ich jetzt einfach. Scheißegal, komm. Wir holen uns den einfach ran. Hauptsache, dass er da in der Ecke sitzt, sag ich mal. Also, ist jetzt grob ausgedrückt, aber... Hauptsache, wir haben jemanden da, der auch den Ziegenbein da vertreten kann. Auch wenn es eine 51 ist. Wir haben schon mit durchaus schlechteren gespielt. Ja? Wie gesagt, macht mir da noch ein paar Vorschläge. Ich freue mich über jeden Vorschlag. Deswegen, wir sehen uns gleich wieder. Ich freue mich über alles, wenn ihr mir hilft. Also, bis gleich dann. Macht's gut. Ciao.